Tag Leute, heute mal eine kleine Sonderfolge GSP und zwar anlässlich der 30.000 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Nochmal vielen Dank dafür. Zum Gewinnspielvideo Teil 1 geht's erstmal hier. Geht da mal drauf, macht mal mit, ist ganz einfach. Und ja, heute möchte ich euch mal zeigen, was ich so für Waffen oder für Softwares hier zu Hause habe. Sozusagen meine Sammlung. Das wollten schon Leute sehen, da hatte ich noch 500 Abonnenten. Und ja, das machen wir jetzt mal zu 30.000, was ich aktuell hier habe. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, was es ungefähr kostet oder was der Wert dieser Waffen, wo der ungefähr liegt mit Tuning und so. Es geht hierbei nur um die Waffen, nicht um die Ausrüstung etc., um Zieleinrichtungen, Gas oder sonst was. Es geht rein nur um die Waffen. Und ja, ich mache das ganz kurz, zeige euch die Waffe, sag ganz kurz und fix, um was es sich handelt. Da lege ich die weg, weil so viel Zeit habe ich jetzt leider doch nicht. Fangen wir unten links an. Ares G36C EBB. Habe ich allerdings das EBB ausgebaut, weil das zieht mir doch zu viel Strom. Und ja, eigentlich nicht meins, sondern das von meinem Bruder. Weiter geht's im Text. FN SCAR L. Habe ich mal bei Software Professional, habe ich mal gut Prozente drauf gekriegt. Ja, ist die ab 18 natürlich. Also eigentlich ist hier alles, was hier in dem Raum ist, ab 18. Hier einmal das Mauser SR Pro. Ist eine Eigenlackierung beim Lackierer. Und die Optik oben drauf ist eigentlich auch relativ self-made gemacht. Wurde gespachtelt und alles. Also, ja, so eine Eigenproduktion, um es genau zu sagen. Mauser SR Pro. Jetzt die ungefähr gleiche Bauart haben wir hier. Das ist die MB01. Ich dachte, er ist MB05. Danke, Tommy, nochmal, dass du mich da korrigiert hast. Aber ich wusste es jetzt auch nicht mehr. Auch beim Lackierer lackiert. Hier nochmal schön GSP drauf. Und hier die beiden Unterschriften von Friday und Joris. Meine Wenigkeit. Könnt ihr gewinnen bei diesem Gewinnspiel, nochmal verlinkt, also die gibt es da zu gewinnen. Ja, dann jetzt meine Software, mit der ich aktuell spiele, auf dem Spielfeld, ja genau, und zwar das Ares Amoeba M4, auch gepainted von dem lieben Oakley Camouflage, Video dazu findet ihr schon mal hier. Das Paintjob-Video wird in Kürze auch rauskommen. Ich rechne noch mit so 2 Wochen. Und ja, das gute Stück hier reißt 1,67 Joule. Wirklich sehr klasse. Und ja, das dazu. Also das hier ist meine Waffe, mit der ich spiele. Ja, dann ein Sturmgewehr habe ich noch. Und zwar das AUG. Review dazu findet ihr außerdem hier, ist auch seit neuestem draußen, gehört allerdings nicht mir. Ja, ist noch das von Begali, liegt nur noch hier. Dann noch was von Begali, kommt auch noch das Review in den nächsten Wochen, und zwar APS ACP, neu auf den Markt gekommen. Die kommt auch demnächst im Review. Ja, dann jetzt mal zu den etwas größeren, und zwar zu den Brechern. Hier haben wir mein geliebtes King Arms BW15. Ja, wer hat sich gerade gefragt, wie lange braucht der Schalldämpfer noch, bis er endlich im Bild ist? So sieht das Ganze aus. Allerdings reißt das Baby nur 1,4 Joule. Also nicht die Welt, reicht auf jeden Fall aus, aber da kann man auf jeden Fall immer noch was machen. Danke nochmal an den lieben Tommy, dass du das Ding so schön aufgebaut hast. Ja, das zum King Arms BW15. Dann jetzt zum Snowwolf M99. Wie wir sehen, mag nicht jeder. Dazu natürlich auch Review und Schusstest bei mir oder bei uns auf dem Kanal GSP Airsoft, ist auch schon draußen. Ja, die ganze Software ist schon ziemlich verstaubt. Ich benutze die halt nicht, die hängen halt nur hier. Aber jetzt nur mal, damit ihr seht, was ich so hier habe. Machen wir sofort weiter mit seinem Partner. Und zwar das Snowwolf M82 SAEG.
Zurzeit die längste Software auf dem Markt, wenn ich mich nicht irre. Allerdings SIG gefällt mir nicht so gut. War letztens auch beim Tommy P., der die ganze wieder frisch gemacht hat. Leistet jetzt 1,5 Joule, völlig ausreichend. Und ja, Review-Schusstest folgt natürlich zu dieser Software. Ja, das dazu. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten großen Software, und zwar das K98. Und zwar ist das die Version Echtholz und gasbetrieben. Schusstest und Review findet ihr noch nicht auf dem Kanal, da ich das Ganze noch schneiden und hochladen muss und erstmal aufnehmen. Also das wird in Zukunft aber auch kommen, also haltet euch mal den nächsten Monat bereit für das K98. Ja, ansonsten gibt es ja auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, shit, fast vergessen, da oben hängt ja noch was. Und zwar Aris EDM 200. Optisch ist das Ding Knaller, leistungstechnisch ist das Ding Flop, reißt 1,2 Joule. Allerdings ist hier noch der ganz normale Federzylinder drin, kann man auf Gas umbauen, habe ich aber immer noch nicht gemacht, weil ich da einfach keine Lust zu habe und gar kein Geld. Geld schon, aber lohnt sich nicht, ich spiele damit eh nicht und von daher brauche ich das auch nicht. Ja, fettes Zielfernrohr drauf geknallt, im Airsoft eigentlich gar nicht üblich das Ding von Jäger. Trotzdem ist er für gut seinen Zweck und ja, das zum Aris EDM 200. Ja gut, dann haben wir jetzt noch zwei kleine da. Und zwar einmal meine Backup. Die haben wir hier oben. Ist die Beretta M9. Das ist meine. Allerdings habe ich dafür nur ein Magazin. Muss ich auch mal ändern. Und dann noch die von meinem Bruder. Die hängt hier auch noch. Beretta M92 dürfte das sein. Ja, das kann schon gut sein. Ist auch M92. Leisten beide 1 Joule, so wie es sein sollte. GBB, beide. Und ja, das sind so backup-mäßig meine Vorstellungen einer Waffe, einer Software. Ja, jetzt mal gucken, welche kommt wieder wohin. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich habe sonst keine mehr im Umlauf und keine mehr verliehen. Ja, gut, jetzt kümmern wir uns mal um den Preis, was das Ganze gekostet hat. In dem Preis mit inbegriffen ist natürlich das Tuning von zwei Waffen und ja, ansonsten eigentlich nur die Waffen Neupreis. Kein Gebrauchpreis, sondern Neupreis, was ihr jetzt im Laden dafür bezahlen müsstet. Ich bin auf einen Betrag gekommen von, wartet, 14 Softwares habe ich hier. Gesamtwert liegt bei 4230 Euro. Damit ihr mal seht, in was für einem Raum wir uns hier befinden. Da natürlich jetzt nur die Waffen drin. Keine Ausrüstung, kein Gili, keine Weste, keine Kugeln, kein Gas, keine Zieleinrichtung, nix. Also 4230 Euro alleine nur an Waffen hier in diesem Raum. Und ja, damit ihr jetzt mal ungefähr seht, ne, sowas habe ich halt alles ausgegeben, das Ganze halt nur für Review-Zwecke, da wir die ja früher noch nicht gesponsert bekommen haben. Ja, gut, ich denke mal, das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge GSP. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal zu sehen, was sich hier in diesem Raum befindet, was ich im Moment da habe. Und das war's jetzt auch. Ich denke mal, das reicht auch. Ja, jetzt überlege ich gerade, fehlt noch irgendwas. Wollte ich noch irgendwas sagen? Danke nochmal an 30.000 Abonnenten, Freunde. Und ihr könnt euch auch was gefasst machen. Es kommen noch Gewinnspiele. Auch U18 Gewinnspiele, unter 18. Das war's jetzt auch von mir. Ich laber schon wieder zu viel, ich weiß. Joris, GSP Airsoft.
bis zum nächsten Mal. Macht's gut.